Hallo, in dieser Anleitung zeige ich, wie man PDF-Dokumente an seinem Mac mit einer Signatur versehen kann. Damit kann man dann später jederzeit Dokumente unterschreiben und dann zum Beispiel als PDF per E-Mail direkt versenden. Das Ganze hat man in wenigen Minuten erstellt und ist wirklich kinderleicht. Und ich zeige jetzt hier einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Was man dafür braucht, ist ein kleiner weißer Zettel, den man mit seiner Unterschrift versieht. Und dann öffnet man die Vorschau-App. Und ich habe jetzt hier in dem Fall auch schon mal ein PDF-Dokument vorbereitet, um dann später zu zeigen, wie man die Signatur dann in das Dokument einfügen kann. Also Schritt Nummer 1, erstmal die Signatur erstellen. Wie gesagt, ich habe einen kleinen weißen Zettel mit einer Unterschrift vorbereitet. Gehe dann hier auf Vorschau in der Menüleiste der Vorschau, auf Einstellungen und dann hier auf den Reiter Signaturen. So, dann klicke ich im nächsten Schritt hier auf eine Signatur erstellen und halte den Zettel mit der Unterschrift vor meine Kamera. Und jetzt sieht man hier im linken Fenster ist eine blaue Linie. Man sollte also seine Signatur möglichst so vor die Kamera halten, dass sie mit der blauen Linie abschließt. Hier im rechten Teil des Fensters sieht man also schon die Vorschau, wie dann die Signatur später in etwa aussieht. Und so, jetzt, wenn ich jetzt also denke, so könnte die Unterschrift gut sein, gehe ich auf Akzeptieren. Und sehe dann, siehe da, hier ist also meine Signatur schon drin. Ich kann später weitere Signaturen zufügen, wenn auch andere Benutzer am Mac arbeiten. Ich kann sie auch jederzeit wieder löschen und neu erstellen. Das ist also überhaupt gar kein Problem. So, dann schließe ich jetzt das Fenster. Die Signatur ist damit erstellt. Das wäre also der erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich der, wie bekomme ich denn jetzt die Signatur überhaupt in das Dokument hinein? Da ist ja jetzt noch gar nichts passiert. Dafür gehe ich in der Menüleiste der Vorschau-App hier oben auf Werkzeuge, dann auf Anmerken und hier der unterste Punkt Signatur, den wählt man aus und da sieht man also auch schon die eben erstellte Signatur. Klickt man einfach drauf und was ich jetzt noch tue, ist, man sieht also, dass die Maus sich hier in so ein Kreuz verwandelt hat. Da, wo ich jetzt meine Signatur einfügen möchte, klicke ich einfach einmal ins Dokument und siehe da, meine Signatur mit dem Willi Meier ist da. Ich kann die jetzt noch von der Größe her verändern, verschieben, ja, wo ich dann die Unterschrift gerne hin hätte. Kann ich also wunderbar anpassen, so genau wie es meinen Vorstellungen entspricht. Ja, das war es dann auch schon. Die Anleitung kann man in schriftlicher Form auch nochmal auf appletutorials.de nachlesen. Den Link dazu habe ich unter dem Video eingefügt. Ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen und dann bis zum nächsten Mal.